Hey und Leute, herzlich willkommen zu World of Warcraft Roleplay mit mir und Balui. Ich bin Balui. Und danke für euren ganzen Support, freut uns mega und bald geht's ab, wenn wir eine Gilde haben. Das wird bestimmt richtig, richtig, richtig toll und lasst einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, wir freuen uns. Ja, gerne. Basti, Basti, aufstehen, Basti, wir müssen wieder zurück, Basti, Basti, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, ich musste die ganze Zeit aufpassen, dass keine Spinnen über mein Gesicht krabbeln, Basti, lass uns zurück, bitte, weißt du den Weg? Warte, ich habe mir deine Karte abgekritzelt, da, Basti, hier links könnten wir auf die Straße, lass uns doch zurück auf die Straße, Basti. Wir gehen jetzt hier lang, ja, durch den Schattenhain, Balloon. Warum willst du mich eigentlich ärgern? Ich dachte, wir wären Partner. Ja, sind wir auch. Ja, aber dann nimm doch mal Rücksicht auf mich. Nö. Nö, ich bin Basti, nö. Weil du nur am Meckern bist. Ich bin nicht am Meckern, wenn ich hab nur Angst. Vor was denn? Vor Spinnen. Wir sind in keine brenzliche Situation gekommen. Du wärst fast gestorben. Ich kann mich heilen, Balui. Ich bin trotzdem fast gestorben. Was kannst du? Ich kann Eis und Schnee. Dann mach doch mal. Mach ich auch. Viel Spaß. Kein Problem für mich. Hier, so. Hey, warte auf mich. Hey, warte auf mich. Ich bin Balui. Ach, wenn du das so siehst, ich komme auch allein klar. Du bist echt ein seltsamer Freund. Warum? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, mich ärgern, das macht dir Spaß. Ja, komm. Ja, was? Wer so rumheult. Hey, siehst du schon wieder? Schon wieder. Abenteuerreise. Das hat niemand jemals von mir gesagt, als ich kleiner Panda wäre, dass ich irgendwann mal sowas machen muss. Ja, dann mach's halt auch nicht. Kann doch. Ich will dich nicht allein lassen. Denkt nicht, das sei zu leicht gewesen. Tiefer in den Wäldern lauern weit größere Gefahren. Blöde Kuh, nein, dankeschön. So. Schönen Tag auch. Die hat mir einen Ring gegeben. Wow, steht der mir? Cool. Hallo. So. Ich hab gehört, dass etwas im Bettlerschlupfwinkel vor sich geht. Man sieht Lichter im Turm östlich der Stadt. Nur wenige haben den Mut, sich so nah am Gebirgspass der toten Winde aufzuhalten. Ihr seid der Erste, der sich hier meldet, seit ich davon erfahren habe. Seht es euch an und stellt sicher, dass das, was dort haust, menschlich ist. Okay, machen wir! Ja. Ihr seid leider der Einzige, der mir hier helfen kann. Die Streitkräfte Sturmwinds werden von weit größeren Gefahren bedroht. Sie können keinen einzigen Soldaten zum Schutz von Dunkelheit abstellen. Ich und die anderen aus der Nachtwache müssen uns um die Sicherheit unserer Heimat kümmern. Leider bedrohen uns nicht nur Wölfe. Verrottete Schrecken treiben nahe dem Spukhaus der blinden Mary am südöstlichen Stadtrand ihr Unwesen. Wenn wir sie nicht in Schach halten, werden sie in der Nacht unsere Häuser besuchen. Kümmert euch um die Untoten und meldet euch bei mir, um belohnt zu werden. Machen wir! Lebt wohl. Mhm, das ist schön. Guck, Balui, die brauchen hier Hilfe, weil Sturmwind kriegt's nicht auf die Reihe. Ja, du hast recht. So, ja, der Koch, ja, Kollege, wir haben dir Essen mitgebracht. Ehre, hier, König, hier. Habt ihr schon 5 Wolfskronfleischsteaks gefunden? Hier, bitteschön. Mmh, das Kronfleisch ist der beste Teil. Allerdings ist es nicht sehr effizient, damit zu kochen. Hier, nehmt dieses Rezept. Es unterscheidet sich ein wenig von den anderen. Aber Flankenfleisch ist viel leichter zu bekommen, wenn ihr dringend eine Mahlzeit benötigt. Oh cool, der bringt mir sogar was bei. Hammer. Habt ihr die Fleischklumpen für mich? Ja. Da habt ihr ja ein paar nette Klumpen eingesammelt. So, jetzt muss ich die nur noch mit meiner hochgeheimen Gewürzmischung würzen. Wehe, ihr schaut. Und sie dann noch ein bisschen in der Pfanne braten. Diese schwärzlichen Krebstüchlein sind meine Spezialität. Deswegen verrate ich das Rezept nicht. Aber hier habt ihr das Rezept für ein Gericht, das fast genauso gut schmeckt.
Wow. Klebriger Spinnenkuchen. Bäh. Hallo, ich bin schon wieder stärker geworden. Ach, du bist ein Angeber. Ich nicht. Uiuiui. Ui, ui. Ja, der hat mir irgendwie dieses komische Essen gegeben. Ich glaube nicht, dass ich das essen möchte. Balui? Ja, was? Was ist denn jetzt mit dem Reiten lernen? Du meinst, wir sollten mal zurück nach Sturmwind? Nein, ich glaube, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Na gut, wenn du das sagst. Könnte ich mir vorstellen. Obwohl. Hä? Was? Schau mal hier oben. Der hat gerufen. Was ist los? Was ist los? Was kann ich für euch tun? Seht zu den Sternen. Mein Gnomenfreund Zinkün hat versprochen, mir beim Bau eines Gerätes zu helfen, mit dem man zu den Sternen blicken kann. Laut Zinkens blaue Phasen muss ich zuerst eine Möglichkeit finden, das Licht zu reflektieren. Ich erinnere mich an eine Frau namens Mary, die in dieser Gegend rasch bekannt wurde, weil sie stets einen Handspiegel bei sich trug. Könntet ihr vielleicht Mary suchen und sie fragen, ob sie uns eine reflektierende Oberfläche für dieses Projekt leihen würde? Ich glaube, sie lebt früher im südlichen Dämmerwald. Das Licht. Wir müssen sowieso in die Nähe von der, oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Na gut. Ja, aber wollen wir jetzt nicht nach Sturmwind? Möchtest Warte du? Mal! Du kannst dich doch nach Sturmwind teleportieren, oder? Ja, ich. Und was machst du? Balui, mach dich um mir keine Sorgen. Das sagt sich so leicht. Warte, Balui? Ich habe noch eine Idee. Wir haben doch hier diese Steine. Die können wir doch an einen gewissen Ort setzen. Also an ein Gasthaus binden. Diese magischen Steine, die uns dahin setzen, wo wir wollen. Was ist, wenn wir hier mit der Tante da unten reden und sagen... Ich bin weg! Was die? Warum? Warum hat er das getan? Na toll. Ich gehe trotzdem zum Gastwirt hin. War das hier? Nein. Hier? Ja. Braucht ihr etwas? Das Licht segne euch. So. Jetzt nichts wie weg teleportieren. Balui! Ja, ich bin da. Also so gut wie. Ich bin noch in der magischen Zwischenwelt. Ich bin schon längst in Sturmwind. Ich auch. Irgendwas zum... Hier ist ein Meistermagier. Das Licht sei mit euch. Seid vorsichtig. Ich kümmere mich später drum. Wie komme ich jetzt hier? Wo ist Basti? Basti, Hilfe. Ich bin im Handelsdistrikt, Balui. Das Problem ist, das ist schön, aber ich... Ich bin hier in einem Raum, der keinen Ausgang hat. Oh, doch. Das ist aber trickreich. Ich bin da. Irgendwie. Komm zu den Kanälen. Los. Ja, aber ich bin in meinem Magierviertel. Ich versuche mein Bestes. Deswegen sage ich, komm zu den Kanälen. Ja. Du alter Mann und so. Müsste mal ein bisschen... Also, wer ist hier bitteschön hier mehr am Meckern? Du oder ich? Wieder ein normales Aussehen annehmen. Überall wird man über den Haufen geritten hier. Ja, da. Das machen wir bald auch, Balui. Na, hoffentlich. Komm, ich habe die Information gekriegt, dass wir zum Mei Lin gehen sollen. Mei, das klingt sehr nach jemandem aus unserem Volk. Ja, ist es auch. Na, wenn du das sagst. Ich mag diese Stadt nicht. Ständig sind wir hier. Dann geh doch. Mann, wenn du das noch einmal sagst, dann geh ich wirklich.
Was soll denn das die ganze Zeit? Ja, du meckerst halt nur rum und das nervt. Ihr meckert nur rum und das nervt. Ich bin Basti. Die Stadt ist so verwinkelt. Oh, da muss man so weit laufen. Du solltest dich mal anhören, Baloui. Geh einfach. Was zum? Basti! Du bist ein unmöglicher Kerl. Komm, Schleim. Na, warte. Schleimi, komm. Das kann ich auch. Was? Dich verwandeln in irgendwas. Wo müssen wir denn hin? Hey, was zum... Ich hab keine Gestalt mehr. Was zum... Ey! Ich bin ein Geist oder sowas in der Art. Basti, was machst du hier? Die Sturmlanzen sind ein geachteter Zwergenclan und bekannt für ihren feinen und kritischen Geschmack. Da ist es nicht verwunderlich, dass Granger Sturmlancer, ein Gebirgsjäger aus Eisenschmiede, mich beauftragt, ihm eine Waffe zu schmieden. Die Waffe ist fertig, aber Gebirgsjäger Sturmlancer ist weit weg am fernen Loch Mutan. Wenn ihr ohnehin vorhabt, nordwärts zu reisen, könnt ihr ihm dieses Päckchen überbringen. Meine letzte Nachricht vom Gebirgsjäger Sturmlancer besagte, dass er im nördlichen Wachturm des Loch Mutan stationiert ist. Ja, wir kommen nach Norden. Falsche Richtung. Leider wirklich die falsche Richtung. Oh Mann. Wir reisen eher wieder weiter nach... Warte, wo sind wir überhaupt? Südlich? Südöstlich? Irgendwie so in dem Dreh. Ja, keine Ahnung. So. Hui. Oh, das ist aber schön hier. Hey, guck mal, da ist unser Ballon. Aber warte mal, den haben wir schon gesehen. Ja eben. Er freut sich wie ein Schneekönig. Ach Mann, ich freue mich einfach nur ein Stück alte Eimer zu sehen. Und du machst dich schon wieder darüber lustig. Du bist der seltsamste Freund, den man haben kann. Hier sind ganz viele von unseren Schildkröten. Was zum... Ja, rede mal mit ihr. Guten Tag, Mylin. Vergesst nicht, euer Reittier zu kaufen, während ihr hier seid. Ihr könnt es direkt hier beim alten Weißnase erwerben. Was? Die Geister Moment. Kannst du mir Reiten beibringen? Na klar. 4 Gold? Was zum was? 4 Gold? Wow. Okay, ich lerne es mal. Ist euer Lehrer. Die Schildkröten sind aber langsam. Ich bin nicht sicher, ob ich so ein lahmes Ding reiten möchte. Gibt es da nicht was Schnelleres? Welche Weisheit habe ich eine Wahl? Ihr? Immer mit der Ruhe. Das Leben sollte genossen werden. Guck mal, Baloui. Baloui, sieh nur. Ja, du hast eine tolle Schildkröte. Wuhu! Ich habe mir auch eine gekauft. Och Mann, ich brauche einen Namen. Was hast du für eine? Du hast auch eine blaue? Ja. Oh, warum kaufe ich mir das gleich wie du? Verdammt. Meine Schildkröte heißt Schildi. Und top. Ich weiß nicht. Na. Was zum? Was? Guck dir das an! Was machst du? Meine Schildkröte hat keinen Bock mehr. Ach, Baloui, du bist zu unfähig. Wie? Zu unfähig? Wo bist du hin? Guck, Basti, pass auf. Warum kann der nicht schwimmen? Pass auf, Basti, guck mal. Was? Da, hast du gesehen? Nein. Meine Schildkröte zieht den Kopf ein. Guck. Hä? Ja, sie hat keinen Bock auf mich. Wie macht sie das? Weiß ich nicht. Oh, weh. Aber das ist auf jeden Fall bedeutend schneller, als die ganze Zeit zu laufen. Glaubst du? Ich weiß nicht, ich komme mir irgendwie lahmarschiger vor. Pass auf, das können wir ausprobieren. Basti, steig mal ab. Nein, steig du ab. Nein. Oh mein Gott, ist das eine riesige Ratte?
Wo war die? Was? Da unten, Balu hier. Ja, wir ignorieren sie einfach, Basti. Angriff! Ich denke... Balu, ich kann sie nicht treffen. Ich auch nicht. Oh mein Gott! Okay, ist das ein ekliges Tier. Oh Mann. So eine Ratte habe ich ja noch nie gesehen. Balue, ich muss zurückfliegen, ne? Du hast dir den Stein gesetzt. Ich habe mir den Stein, natürlich. Ja, ich habe halt keine Möglichkeit, mich zu teleportieren, außer den Stein. Ach so. Was ist mit deiner Pilgerreise da? Kommt man da nicht auch irgendwo hin? Du hast doch auch diesen Zauber gelernt, wo man irgendwo hin sich bringen kann. Ja, aber dann gehe ich in die Kunlei-Gipfel. Was zum... Da muss ich sowieso hin. Mein Meister hat mich gerufen. Willst du dich schon wieder von mir absetzen? Ja, dann ich habe eine Aufgabe. Dein Ding alleine. Dann geh doch. Dann mach doch alleine. Ich bin Batti. Ich habe Briefe zu beantworten. Dann beantworte du deine Briefe und ich gehe halt in die Kunlei-Gipfel. Dann machen wir, dann lässt du mich wieder, ja, ist in Ordnung. Mach du mal, stimmt, ich bei Magierviertel habe ich auch was gesehen. Da wollte irgendein Magier was von mir, aber ich dachte, naja, das Reiten lernen war wichtiger. Ich leg mich jetzt erstmal hier im Gasthaus aufs Ohr. Warte, komm auch. Gute Nacht. Nee, warte auf mich. Wo ist er denn? Ach, nee, ich nehme das Bett.